The cast is unglaublich gut. Das ist echt einmalig. So gute Laune, so großartige Musik. Toll, reingehen, Spaß haben. Bei der Premiere des Musicals Hairspray blieb kein Auge trocken. Ausgelassen feierten die Gäste ihre Stars. Ab sofort gastiert eines der erfolgreichsten Broadway-Musicals endlich auch in Deutschland, im Kölner Musical Dome. Zur Premierenfeier standen über 100 Prominente aus allen Bereichen des Lebens auf der Gästeliste. Sie freuten sich auf einen bunt schrillen Abend. Von Hairspray erwarte ich mir mit Uwe Ochsenknecht in der Hauptrolle und mit so einem prämierten Musical eine ganze Menge Unterhaltung. Einen kunterbunten, lustigen Abend. Schöne Frauen auf der Bühne und ein Zuschauerraum, der toben wird. Ich denke, dass es ordentlich was zu lachen gibt. Besonders gespannt waren die Gäste auf den Auftritt von Maite Kelly und Uwe Ochsenknecht, der in Hairspray eine Frauenrolle spielt und auf Stöckelschuhen läuft. Ist er wirklich 2 Stunden lang auf High Heels? Ja, da freue ich mich drauf. Ich kann mir vorstellen, dass er die mit nach Hause genommen hat und dann wahrscheinlich immer schön in seiner Wohnung hin und her gelaufen ist. Ich denke, ich werde auch ein bisschen wahrscheinlich mit ihm leiden müssen. Ich hoffe, ich kann mich dran gewöhnen fürs nächste halbe Jahr, dass er nur noch auf hohen Schuhen rumläuft. Hairspray spielt im Amerika der frühen 60er Jahre und erzählt die Geschichte von Tracy Turnblad, gespielt von Maite Kelly. Der pummelige Teenager will sich den großen Traum vom Tanzen erfüllen. Ihr Glück versucht Tracy bei der Corny Collins Fernsehshow. Quasi nebenbei durchbricht sie dabei die Schranken der Rassentrennung und Diskriminierung und findet sogar ihre große Liebe. Uwe Ochsenknecht spielt die skurril-schrille Mutter Edna Turnblad. Dabei ist Hairspray so herrlich komisch, dass selbst Profi Ochsenknecht nicht immer in seiner Rolle bleiben kann. Du bist immer übertreiben. Also, doch. Ja. Auch in High Heels macht Uwe Ochsenknecht eine gute Figur. Genauso wie der ganze Hairspray-Cast. Kein Wunder, dass das Publikum außer Rand und Band war. Ein Riesenkompliment an das Ensemble. Jeder Einzelne war echt Bombe. Ich würde auf jeden Fall meine Frau und Tochter hier bringen und dass die das auch anschauen kann, weil es ist echt einmalig. Ich fand es sowas von lebhaft, sowas von mitreißend. Hey, Uwe. Für Uwe Ochsenknecht war die Rolle bei Hairspray eine große Herausforderung. Ich mache es mir ja nicht einfach, dass ich sage, hey, ich mache jetzt mal ein bisschen so auf Frau und so. Die lieben mich alle. Ich bin wieder Mann. Er kommt echt als Frau rüber. Es ist also überraschend gut, aber was auch ängstlich macht ein bisschen, dass er so weiblich ist. Allein schon, wie er in die Rolle gegangen ist. Er hat keine Tunte gespielt, er hat eine Frau gespielt. Für das Team und die Zuschauer war die große Deutschlandpremiere von Hairspray ein voller Erfolg. Auf der Aftershow-Party wurde nochmals deutlich, dieses Musical macht einfach gute Laune und begeistert jung und alt.